Ja, wie ihr seht, haben uns ein paar Sturmschäden ereilt. Das war aber nicht Sabine, sondern genau die Böen, die mich da oben beinahe aus der Leiche gefegt haben. Ja, und da konnten die Anrufer nicht lange auf sich warten. Das Projekt 1, wir haben noch ein etwas größeres Problem. Hier die Fichten, die liegen schon. Die hier, die liegt auf dem Dach, aber problemlos. Weil, ja, die lehnt hier nur minimal auf. Das ist alles keine Schwierigkeit. Die dritte, die hat es aber auch schon bewegt. Unten, da sind Risse im Boden drin. Die werden wir jetzt auch wegnehmen. Den da hinten, den werden wir jetzt gleich mal anschauen. Den habe ich gerade freigearbeitet, wie da aussieht. Aber ich denke, der dürfte noch gehen. Spannender wird die Kiefer nachher. Die hat es schon ganz schön aus dem Boden gehoben. Aber da haben wir eine Birke in der Nähe, die wir quasi zum Gegensichern nehmen können. Morgen. Ey, yo. Was geht? So. Schauen wir gleich nochmal, wie die hier aussieht. Problem ist natürlich immer, wenn der Boden aufgeweicht ist. Wie wir die letzten Wochen hatten, viel Regen. Dann kommt der Wind. So, schauen wir mal. Aber das sieht eigentlich alle den Süd aus hier. Ah, hier sehen wir leichte Erhebungen. Aber das hat sich nur mal kurz bewegt. Also den würde ich jetzt auf jeden Fall erstmal stehen lassen. Jo, nehmen wir erstmal den Rest auseinander. Ja, dann setzen davon, wenn wir da oben auf der Terrasse kleben, machen das Ding und den Rest dann runterziehen. Ja, so irgendwie dachte ich auch. Ich würde hier vorne abschneiden, einfach, dass du da festhältst. Ja, ich würde hier halten und schneide das hier ungefähr. Ja, ich würde eher hier schneiden, das ist ein bisschen mehr Winkel. Na doch, dass der sich schneller ablegt, weißt du, dann können wir den noch Fehler machen. Aber was soll denn passieren? Schnell durch. Das ist mal das Plastikding da weg. Mal kicken, vielleicht schmeiße ich auch die Spitze dann einfach hin. Sagst du dann nochmal? Die Neigung hier ist ja gut. Und der Wind kommt zur Not auch von der richtigen Richtung. Also da haben wir eigentlich erstmal keine Schwierigkeiten. So! Das ist es, was übrig blieb. Alles wieder schnieke und schön. Dach ist frei. War jetzt eine Stunde Arbeit gewesen, eine knappe. Ah, war ja keine Aktion. Waren ja nur Peachen. Letzten Endes, da wird der nächste jetzt interessanter. Auf zur Kiefer. Da wären wir. Hier sind die runtergefallenen Äste. Eigentümer hat hier schon ein bisschen was klein geschnitten. Da liegt der Rest. Der liegt da auf dem Dach. Da oben hat sie ihn noch rausgedreht. Von hier jetzt nicht so gut zu erkennen, aber das sehen wir ja dann, wenn wir oben sind. Ja, ihr Gesamtproblem ist, hat sich jetzt leicht geneigt. Ist hier. Man sieht's, Wurzelteller hat sich ein bisschen verschoben. Aber wir haben jetzt einfach mal gesagt, er hat heute Nacht noch recht starke Böen überstanden. Also übersteht er die Aktion jetzt auch. Wir werden nicht gegensichern. Ist im Team entschieden worden. 5 von 5 Stimmen waren für, wir kriegen es so hin. Also kriegen wir das auch so hin. Ja, ist immer eine mächtige Feeling-Sache. Man muss natürlich gucken, wenn ihr euch da unsicher seid, immer das, was ich sage. Lieber einmal mehr sichern als zu wenig. Ne? Also jetzt nicht, weil ich sage, ich gehe da ungesichert hoch, also den Baum ungesichert, ich selbst bin gesichert. Dass man das dann nachmacht oder so eine Späße, das könnt ihr mal schön vergessen. Das muss immer individuell und absolut intuitiv entschieden werden. Und lieber einmal mehr als zu wenig. Wir haben da eine Menge Erfahrung, wir wissen, was funktioniert und was nicht. Und genauso muss es auch laufen. Wir starten.
Bummel hier weg. Klappen lassen, wo der aufhören geht. Theoretisch müssten die dann wiederkommen. Wollt ihr erstmal den Ehen machen? So, die rausgerissenen jetzt, die haben wir doppelt eingebunden in zwei verschiedene Seile. So hast du das denn der alles mit eben mal weg, ohne dass ein Risiko entsteht. Okay, passt. So, jetzt ist es aber soweit. Wir nehmen uns unsere drei Testkandidaten und dann schauen wir mal,
wer der schnellste ist. Gleich dazu gesagt, das ist kein Test, also im Prinzip ist er irrelevant. Eigentlich ist es nur eine Info für uns, wir müssen mal gucken, wie es jetzt läuft. Die Schienenlängen sind die gleichen, aber zum Beispiel die Nutbreiten sind unterschiedlich, weil die Akku ja mit einer 1.1er Nut läuft. Und ja, wir haben sie jetzt einfach mal so, wir sagen mal Serienmaschine gegen Serienmaschine, so wie sie sind, können sie jetzt gegeneinander antreten. Die 200er, die 201 TCM und die Husqvarna T45i. Wir sind selber gespannt. So, zwei Holzarten, die Jungs, die häckseln schnell noch durch. Werden wir zum Test nehmen, die haben wir jetzt mal gerade da. Einmal die Robinie. Und natürlich, das darf nicht fehlen, Kiefer. Nächstes Thema, warum es natürlich nicht ein ganz passender Test ist. Die sind halt nicht gleich gewachsen. Wir haben hier teilweise Äste mit drin und Wölbungen. Aber ich denke vielleicht, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Maschinen zueinander stehen vom Kraftverhältnis, wird das schon irgendwie funktionieren. Also, ab geht's. Tiefenbegrenzer zu tief. Da war der Sigi wieder großzügig. Davon abgesehen, das war jetzt 35er Schiene, das war die ganz neue, die TCM 3.0. Der Test ist, wie gesagt, nicht wirklich aussagekräftig. Wir bräuchten ansonsten auf allen Maschinen die gleich, also eine neue Schiene und eine neue Kette. Aber vielleicht hat man erstmal gesehen, wo das jetzt ungefähr drum geht. Gefeilt waren sie, wobei bei der 201er TCM 2.0, da möchte ich sagen, dass die Schiene ein Ding weg hat. Weil die hat ja hier ganz schön geklemmt. Die hatten wir jetzt eine Weile nicht im Gebrauch. Ich vermute mal, da ist ein Grat dran. Die Kette. Was meinst du? Die Kette habe ich gerade geguckt. Die Kette war es. Okay, alles klar. Die T45i, die hatte jetzt schon ein paar Kiefern in der Pflege. Also die Kette ist auch nicht neu. Also von daher kann man sagen, ist es wieder einigermaßen stimmig. Keine Kette war jetzt 100% neu gewesen. Die waren alle nur einmal nachgefeilt. Okay. So viel dazu. Haben wir erstmal einen Überblick. Der Rest wird sich die nächsten Wochen, denke ich mal, zeigen. Vielleicht haben wir aber gleich noch eine Überraschung. Mal hier ohne Bubbel. Ding, ding, dong. Aufpassen. Tja, nimm mal deinen Akku mit. Aufpassen.
So. Ist die Dolle. Braucht man schon ein bisschen Geduld, wa? Bei der Dicke. Zeig dir jetzt mal. Basti, ich hau ab. Du hast ab? Ich fahr das hier ab Schleuse. Dann hol ich mir nachher nochmal. Du holst jetzt gleich die Schiene für die 88. Warte, war die Finger, wolltest du die brechen jetzt oder was? Alles klar. Angeber.